Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Gebäudesicherheit 21 der Labor-Strauß-Gruppe. Mein Name ist Hans-Peter Seist, Leitung Produktmanagement und Marketing. Und ich werde Sie gemeinsam mit meinen Spezialisten heute durch unseren Vortrag begleiten. Kurz zur Erfolgsgeschichte der Labor-Strauß-Gruppe. 1924 gründete Sigmund Strauß das Unternehmen. Eines der wichtigsten Patente war in dem Moment das Röntgendosimeter, das in der Medizintechnik einen immensen Einfluss in Untersuchungen gefunden hat. Sie spüren schon, welche Innovationskraft damals in diesem Mann gesteckt hat. Und das ist auch etwas, was uns heute noch bei unseren Forschungen und Entwicklungen begleitet. 1968 haben wir den Schritt getan und uns den Einstieg in der Brandmeldetechnik ermöglicht. Und schon 7 Jahre später haben wir erkannt, wie wichtig VDS-geprüfte Geräte sind, um mit der ersten adressierten Brandmelderzentrale einen weltweiten Schritt gemacht, der für Innovation steht und für Sicherheit. 1990 wurde die Looptechnik integriert. Durch die Redundanz der Kabellegung sorgen wir hier für noch mehr Sicherheit. Im Jahr 2012 die Markteinführung der BC600-Plattform. In diesem Moment haben wir den Schritt gemacht, um marktorientiert unsere Produkte weiterzuentwickeln und Projekte so auszustatten, wie sie sind, modular und flexibel. 2017 der Fernzugriff mit der React-App, Android und iOS unterstützt und damit nicht nur sehen, welche Daten auf der App möglich sind und in ihrer Brandmeldezentrale, sondern auch im Gefahrenfall sofort reagieren können und die richtigen Schritte einleiten. 2019 wurde die Produktpalette erweitert um das Thema Notlicht und Sicherheitsbeleuchtung. Und all unsere Produkte, die wir hier in Wien produzieren und auch entwickeln, brauchen Platz. Und so wurde 2020 unsere Niederlassung Wien weiter erweitert und in diesem Moment auch der Platz geschaffen, um weiter erfolgreich am Markt zu agieren. Die Labor-Strauß-Gruppe ist ein österreichisches Unternehmen in Familienbesitz. Wir haben derzeit 220 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale ist, wie erwähnt, in Wien. Weitere Standorte: Linz, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und auch Bregenz. Aber auch in Deutschland sind wir vertreten: im Pockau Lengefeld, Erfurt, Mönchengladbach und Hamburg. Direkt beim Kunden, um schnell und innovativ agieren zu können. International haben wir auch ein weltweites Netzwerk. Wir exportieren in über 40 Länder. Europa und weltweit und sorgen dafür, dass Österreich und deutsche Qualität für Sicherheit für Menschen und Sachwerte sorgt. Das Produktportfolio von Labor-Strauß: Brandmelderzentralen, Meldersysteme und Fernzugriff, Löschsteuerzentralen für alle Arten von Löschmitteln, Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Zentralen, Gruppen- oder Einzelbatterieanlagen und natürlich die Dienstleistungen, Projektierung, Wartung, aber auch Schulung, in der wir unsere Kollegen sowie auch dementsprechend die Partner, Errichter qualifizieren. Alles aus einer Hand. Wie gesagt, wir schützen Menschen und Sachwerte. Heute sprechen wir über das Thema Brandmelderzentralen und Meldersysteme. Die Labor-Strauß Brandmelderzentralen sind modular, flexibel und zukunftsweisend. Mit der BC600-Plattform sind wir seit 10 Jahren erfolgreich am Markt und entwickeln dieses Produkt kontinuierlich weiter. Meldersysteme sind verfügbar in 3 Loop-Protokollen für höchste Flexibilität und natürlich auch zahlreiche Sondermelder. Und wenn wir kurz in die Referenzen reinschauen, das Klinikum Potsdam, einer unserer größten Anlagen, die vernetzt mit 101 Zentralen arbeitet, oder natürlich auch der Schutz von Werten aus Jahrtausenden, das Naturhistorische Museum in Wien, um nur 2 der Referenzen der Labor-Strauß-Gruppe zu nennen. Aber dazu mehr von unserem Technical Support Manager Michael Fitztum. Danke für die einleitenden Worte und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wie Hans-Peter Seiß angeführt hat, erkläre ich Ihnen heute etwas über die entsprechenden Meldersysteme, sodass wir eine Anlage haben, die auch ordnungsgemäß funktioniert. Bevor wir über die Melder sprechen, müssen wir uns im Klaren sein, was ein Brandmeldesystem ist. Und dazu gehört zum Beispiel die Brandmelderzentrale. Die Brandmelderzentrale hat 2 wesentliche Aufgaben. Eine ist, die Sensordaten zu analysieren und gegebenenfalls Ausgänge zu aktivieren.
Das bedeutet, ein Brandmeldesystem besteht aus einer Brandmeldezentrale und den Meldern. Die Melder haben die Aufgabe, eine Brandgröße zu erkennen. Wenn der Melder eine Brandgröße erkennt, wird das über ein Protokoll der Brandmeldezentrale mitgeteilt und diese wechselt beispielsweise in den Brandmeldezustand. Dieser Zustand aktiviert in weiterer Folge Alarmierungseinrichtungen, um die Evakuierung des Gebäudes zu gewährleisten, sodass Personen das Objekt verlassen. Weiters werden natürlich auch brandabschnittsbildende Steuerungen aktiviert, um die Ausbreitung eines möglichen Brands zu unterbinden. Abschließend darf nicht vernachlässigt werden die Weiterleitung zu den Einsatzkräften, sodass der Brand so rasch wie möglich gelöscht werden kann. Betrachten wir uns die Branderkennung selbst. Wir alle sind uns einig, dass ein Brand so früh wie möglich erkannt werden soll, um eben die Evakuierung von Personen zu gewährleisten und in weiterer Folge die Schäden im Gebäude so gering wie möglich zu halten. Wir wollen aber eines auf jeden Fall nicht, und zwar einen ungewollten Weckruf durch die Brandmeldezentrale, bedingt durch Störgrößen, die dem Melder einen Alarm vortäuschen. Daraus ergibt sich eine widersprüchliche Anforderung. Wir müssen hier die Grätsche schaffen zwischen einer hohen Ansprechempfindlichkeit und einer hohen Immunität gegenüber Täuschungsalarmen. Um das zu gewährleisten, müssen wir uns im Klaren sein, wie ein Brand entsteht. Ein Brand entsteht meist unsichtbar und wir können den Brand erst dann wahrnehmen, wenn wir einen sichtbaren Rauch haben. Ein Brand entwickelt sich rasch weiter, sodass wir am Ende eine intensive Hitze haben. Und bei dem sichtbaren Rauch, da greifen dann die punktförmigen optischen Rauchmelder ein, die nach folgendem Prinzip funktionieren. Es gibt einen Sender und einen Empfänger. Und tritt jetzt Rauch in die Messkammer ein, dann wird das ausgesendete Licht durch die Rauchpartikel reflektiert und kommt beim Empfänger an. Um das Eintreten von Insekten zu verhindern, gibt es selbstverständlich ein Insektenschutzgitter. Aber nicht nur Rauch kommt in die Messkammer, sondern auch Schmutzpartikel gelangen in diese Messkammer. Und diese Schmutzpartikel würden auch einen Brandalarm auslösen. Aus diesem Grund haben alle unsere Elemente eine automatische Messwertnachführung, um die Verschmutzung zu kompensieren, sodass wir eben keine ungewollten Alarme haben. Diese Verschmutzung wird an der Brandmeldezentrale rechtzeitig angezeigt, sodass das Element rechtzeitig getauscht werden kann, bevor es einen ungewollten Alarm liefert. Typischer Anwendungsfall für einen optischen Melder sind Büroräumlichkeiten, Einkaufszentren und Hotels. Bereiche, in denen geringe Verschmutzungen vorherrschen. Wir kennen alle die typische Montageform eines punktförmigen optischen Rauchmelders. Er ragt immer ein wenig in den Raum hinein. Das ist für Architekten nicht unbedingt die optimale Variante. Und aus diesem Grund gibt es einen neuen Melder, den beinahe unsichtbaren optischen Rauchmelder der Serie Soteria der Menschen. Dieser Melder wird flächenbündig eingebaut, sodass nur wenige Millimeter des Melders in den Raum hineinragen. Wir haben eine Messkammer bei diesem Melder, die nicht mehr durch Insekten kontaminiert werden kann oder durch Schmutzpartikel beeinträchtigt wird, weil die Messkammer liegt außerhalb, in etwa 5 cm unterhalb des Melders. Eine große Gefahr bei punktförmigen Meldern, speziell bei optischen Meldern, ist die Abdeckung mit Staubschutzkappen oder mit anderen Hilfsmitteln. Dieser Melder erkennt, wenn er abgedeckt wird, sodass immer eine Überwachung des Raums gewährleistet ist. Punktförmige optische Melder haben natürlich ihre Limitierungen in der Anwendung. Wenn zum Beispiel Rauch- oder Dampfbildung in diesem Bereich vorherrscht, dann sind optische Melder nicht geeignet. Aus diesem Grund gibt es thermische Melder, wie beispielsweise dieser Melder, der über einen thermischen Sensor verfügt. Es gibt aber auch Melder mit 2 thermischen Auswerteeinheiten. Wenn wir in andere Temperaturbereiche für die thermische Erkennung gehen, gibt es andere Melder, wie zum Beispiel hier einen Melder für Backstuben.
Und wenn dann die Temperatur noch weiter hinaufgeht, wird dieser Melder auch nicht unbedingt geeignet sein. Deswegen gibt es spezielle Sondermelder für den Einsatz in Industrie- oder in Saunabereichen. Unsere Produkte haben eine EN54-5-Zulassung gemäß den entsprechenden Charakteristika. Natürlich haben wir auch Programme, also Elemente im Portfolio, die außerhalb dieser EN54-5 sind, bedingt durch die höhere Auslösetemperatur. Aber das sind spezielle Sonderanwendungen, wo wir Ihnen gerne hilfreich zur Seite stehen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass thermische Melder keine Brandfrüherkennung darstellen. Jetzt gibt es ein Produkt oder mehrere Produkte, die beides kombinieren, optische Melder und thermische Melder. Das sind die sogenannten Mehrkriterienmelder. Mehrkriterienmelder beinhalten mehrere Sensoren in einem Gehäuse, typischerweise zwei Sensoren. Einen optischen Teil und einen thermischen Teil. Es gibt jedoch auch Melder, die bis zu vier unabhängige Sensoren in einem Gehäuse haben. Beispielsweise erweitert mit einem Infrarotsensor oder einem Kohlenmonoxidsensor. Die hohe Anzahl von Sensoren erlaubt eine hohe Immunität gegenüber Täuschungsalarmen des optischen Teils. Und in Kombination mit der Brandmeldezentrale kann man hier eine optimale Anpassung an die Umgebungsbedingungen durchführen. Praktisch wäre es natürlich, wenn wir einen Brand schon erkennen würden, bevor überhaupt sichtbare Rauchpartikel entstehen. Und da kommen dann Rauch- und Saugsysteme zum Einsatz. Eben in dem Bereich, wo herkömmliche Melder ihre Grenzen stoßen. Rauch- und Saugsysteme zeichnen sich aus durch ihre hohe Ansprechempfindlichkeit und durch die Detektion an sehr schwer zugänglichen Stellen. Für die Erkennung wird ein Rauch- wird ein Rohrsystem verwendet, das an spezifischen Stellen über Bohrungen aufweist, an denen der Rauch oder die Luft regelmäßig angesaugt wird. Regelmäßig bedeutet kontinuierlich. Wir haben also eine kontinuierliche Analyse der Umgebung. Und in diesen Ansaugbereich können Filter eingebaut werden, um Schmutzpartikeln davon zu hindern, in die Messeinheit zu kommen. Und aufgrund dieser Situation können wir eine hohe Immunität gegenüber Täuschungsalarmen garantieren. Die Schmutzpartikel, die hier angesaugt werden, würden natürlich auch in die Messeinrichtung kommen. Und das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Deswegen hat Laber Strauss eine automatische Freiblaseinrichtung entwickelt, die in den Luftansaugbereich eingesetzt wird und automatisch das System reinigt. Typische Anwendungsbereiche von Rauchansaugsystemen sind Warenhäuser, historische Gebäude deswegen, man kann das Rauchansaugsystem über dezente Ansaugschläuche dazu bewegen, dass es die Analyse nahezu unsichtbar durchführt. Natürlich auch Bereiche wie hier, ein etwas offener Bereich, eignen sich wunderbar für Rauchansaugsysteme. Und abgesehen davon kann man Rauchansaugsysteme auch in ganz normalen Anwendungen verwenden. Wie hier zum Beispiel ein Foto eines Einkaufszentrums. Und wenn man genauer das Ganze betrachtet, sieht man, dass unter dem Dach ein Rohr verlegt ist. Und dieses Rohr hat in definierten Abständen Bohrungen. Und in diesen Bohrungen erfolgt die Analyse nach Rauchkenngrößen. Das waren jetzt Rauch- und Saugsysteme, die immer eine Rohrverlegung bedingen. Es gibt aber auch Bereiche, wo die man kein Rohr quer durchs Gebäude legen kann, kein Ansaugrohr. Da kommen dann die linearen optischen Rauchmelder zu tragen. Eben wenn die Raumhöhe zu groß ist oder wenn man einfach zu Wartungszwecken schwer zur Decke kommt. Dieses System basiert auf Sender- und Empfängerprinzip und eignet sich hervorragend für die Überwachung von Hallen, Kuppeln, Hochregallager, natürlich sofern der Lichtstrahl nicht unterbrochen wird, und für Flughafenterminals. Lineare Rauchmelder werden ergänzt durch lineare Wärmemelder. Beispielsweise in Parkhäusern, wo man auch mit Sabotage rechnen muss. In Tunneln, in Kühlhäusern und sogar in Rolltreppen. Neben den linearen Wärmemelder gibt es auch Flammenmelder.
Flammenmelder können da eingesetzt werden, wo Thermomelder zu langsam sind. Oder wenn der Einsatz von optischen Rauchmeldern nicht möglich ist, beispielsweise aufgrund einer Windgeschwindigkeit überschritten wird. Die klassischen Anwendungsfälle für einen Flammenmelder sind Lagebereiche von flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, Maschinenüberwachung und sogar für die offenen Bereiche wie in der Holzindustrie oder in Einkaufszentren. Somit bietet Laber Strauß ein komplettes Produktspektrum für die Branderkennung. Angefangen von Rauchansaugsystemen bis hin zu Hochtemperatur-Wärmemelder. All diese Produkte haben eines gemeinsam. Sie sind verkabelt. Aber Verkabelung muss nicht sein. Sämtliche Standardprodukte von Laber Strauß werden auch in einer kabellosen Variante angeboten. Und zwar für den professionellen IN5425 Einsatz. Die Funkverbindung kann entweder über ein Sternnetzwerk oder ein Mesh-Netzwerk erfolgen, unabhängig davon, welches Produkt verwendet wird. Das bedeutet, die Riesenvorteile von Funk sind, dass man eine einfache Erweiterung des Systems durchführen kann, eine Erweiterung um mehr Sirenen, sollte sich bei der Abnahme der Schallpegel das nicht ausreichend herausstellen, oder einfach um mehrere Melder im System einzugliedern. Wie in diesem Beispiel gezeigt, sehen Sie rechts hinten eine außenliegende Sauna, die spontan überwacht werden musste. Und das ist der typische Anwendungspunkt für eine Funkinstallation, für die Funkerweiterung, denn man kann die Erweiterung rasch und ohne Betriebsunterbrechungen durchführen. Die Technologie, die Laber Strauß verwendet, ist eine abwärts- und aufwärtskompatible Variante. Bedeutet, Sie können neue Melder an alten Anlagen verwenden, genauso wie alte Melder an neuen Anlagen. Somit sind Sie immer am Puls der Zeit und das liefert Ihnen eine Investitionssicherheit. Laber Strauß als Brandmeldesystemanbieter steht Ihnen bei der Auswahl der besten Produkte gerne zur Verfügung. Und in diesem Sinne möchte ich das Wort weitergeben an meinen Kollegen Andreas Schumacher. Vielen Dank, Michael Fitzdom. Ich darf jetzt einen kurzen Überblick über BC600 geben. Unsere BC600-Serie, die Plattform BC600, Brandmelderzentrale. All diese Meldertechnologien, von denen wir jetzt gehört haben, enden ja hier dann an der Brandmelderzentrale, müssen von dort also einerseits versorgt, kontrolliert und deren Ergebnisse da ausgewertet werden. Und ich möchte jetzt versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, einerseits Neuigkeiten Ihnen vorzustellen und ein paar Tipps und Tricks für die tägliche Anwendung zu geben. Das ist einerseits einmal der modulare Aufbau. Sie können in einer Zentrale oder Teilzentrale einer BC600 bis zu 54 Funktionsmodule unterbringen. Davon können also 20 Loop-Interfaces sein. Also Sie bringen also bis zu 20 Loops an eine Brandmelderzentrale Serie BC600. Sie können bis zu 4 Netzteile unterbringen. Das heißt also bis zu 4 mal 8, ist also 32 Ampere, voll nach IN54.4 überwacht und direkt von der Zentrale angesteuert betreiben. Alles voll nach IN54 und es bringt für Sie den Vorteil, dass also selbst große Energiebedarf für Brandschutzeinrichtungen und andere Sachen da problemlos von der Zentrale direkt versorgt und überwacht werden können. Weiters bringt die Modularität den großen Vorteil, dass also nur benötigte Funktionen im Moment erworben werden müssen. Das heißt also kein unnötiger Ballast, keine unnötigen Kosten für Sie. Und die Systemkonfiguration wird also rein nach den Bedürfnissen des Kunden oder der Anwendung aufgebaut und bei Bedarf also später erweitert nach den oben angeführten Systemgrenzen. Und so ist eine zukünftige Erweiterung also einfach und problemlos möglich und jederzeit möglich. Da ist ein Beispiel, das ich da mitgebracht habe. So schaut also ein Schaltschrank, also ein Wandgehäuse der Serie BC600 aus. Ist ziemlich voll ausgebaut. Wie Sie sehen, jede Menge Kabel da von oben. Und trotzdem macht es einen ordentlichen, sehr aufgeräumten und sehr übersichtlichen Eindruck und gibt also Sicherheit
dass also alles am rechten Platz ist. Ein wichtiges Feature der PC600 ist auch das Hot-Plug-and-Unplug-Verfahren, dass Sie also Funktionsmodule jederzeit voll im Betrieb entfernen und auch wieder anstecken können. Das bedeutet also keine Unterbrechung des laufenden Betriebs. Wenn Sie also mal ein Funktionsmodul ziehen im Fall eines Fehlerfalls oder ein neues hinzustecken, keine Systemabschaltung erforderlich. Sie machen das einfach im laufenden Betrieb. Natürlich ist automatische Erkennung aller neuen Module integriert und so ist also alles vorbereitet für das, dass Sie also ein neues Modul stecken können. Das vereinfacht natürlich die Wartung und die Erweiterung von Anlagen und im Falle von einem Baugruppentausch ist das auch problemlos möglich. Zusätzlich sind alle Verbindungen, alle Feldleitungen über Steckverbinder ausgeführt, bringt den Vorteil, dass Sie also das relativ rasch machen können und verhindert, dass Sie einen Fehler machen, weil Sie keine Klemmen lösen, in dem Sinn keine Drähte aus den Klemmen lösen, sondern einfach die Verbindung abziehen und neu anstecken. Das nächste wichtige Modul, das ich herausheben möchte, ist das Loop-Interface. Das Loop-Interface deswegen, weil also sehr viele Leitungen heute über den Loop versorgt werden, sehr viele Melder über den Loop versorgt werden. Das Herausragende dabei ist, dass es also einen Ausgangsstrom bis zu 500 mA liefern kann. Und Sie zum Beispiel beim Laber-Strauß-Loop-Protokoll bis zu 40 Volt Spannung im Falle einer Aktivierung auf den Loop schicken können. Und bekanntlich für uns gilt ja auch das Ohmsche Gesetz, ist es ein Mehr an Leistung, das dann am Loop für die Verbraucher dort zur Verfügung steht. Das bringt die Möglichkeit, sehr viele Elemente auf einem Loop zu haben, zu versorgen. Zum Beispiel Loop-Sirenen oder andere Verbraucher wie Beam-Melder, die wir gerade erst gehört haben, der lineare Rauchmelder, wird das auch in den meisten Fällen also über den Loop versorgt. Und das bringt den weiteren Vorteil, dass also kein Zusatznetzteil erforderlich ist und alles über den Loop mit Energie versorgt werden kann. Und so sind wir sehr stolz, dass wir das leistungsstärkste Loop-Interface am Markt haben, das also als Powerpaket Ihnen da die nötige Energie für Ihre Anlagen zur Verfügung stellt. Als Beispiel habe ich hier zum Beispiel angeführt Hotels, die meist mit Zimmersirenen ausgeführt sind, zum Beispiel das Hotel Falkensteiner in Wien, wo also hier eine PC600-Anlage verbaut ist und alle Zimmersirenen über den Loop versorgt werden. Dann ist es so, dass unsere Loop-Interfaces drei verschiedene Loop-Protokolle wählbar haben, und zwar über Programmierung wählbar haben, also über Parametrierung. Das heißt, Sie setzen immer das gleiche Loop-Interface ein. Das ist für die Ersatzteilhaltung sehr praktisch und ökonomisch und spart dort zusätzliche Kosten. Einerseits ist da das Laber-Strauß-Protokoll, dann ist das System-Sensor-Protokoll oder die Elemente mit Apollo-Protokoll, die also wahlweise betrieben werden können. Und Sie können Loop für Loop in Ihrer Anlage entscheiden, welches Protokoll dort zum Einsatz kommt. Das heißt wieder Flexibilität. Und auf diese Art und Weise sind also bis zu 318 Elemente pro Loop verfügbar und können so adressiert und parametriert werden. Mehr Melder und Module auf einem Loop spart natürlich wieder Kosten, weil weniger Loop-Interfaces in der Anlage notwendig sind. Und dann als zweites ganz wichtig die Zentralbaugruppe. Dort ist ein sehr leistungsstarker Prozessor, ein ARM9 drinnen, in einem BGA-Gehäuse. Das bringt den Vorteil weniger Platz und dadurch weniger Leistung. Und von Haus aus ist es so, dass eine Software-Redundanz in jeder PC600 implementiert ist. Weiters eine serienmäßige Hardware-Redundanz. Warum ist es so? Weil jedes Funktionsmodul, zum Beispiel das Loop-Interface und auch andere Baugruppen, über einen eigenen Prozessor verfügen. Und so wäre es sogar so, dass also selbst bei Ausfall der Zentralbaugruppe eine Alarmerkennung sichergestellt ist. Und das bringt mehr Sicherheit für Ihre Anwendung. Darüber hinaus, über diese beiden Redundanzmechanismen, die von Haus aus also in der Basis schon enthalten sind, ist es möglich, eine optionale Hardware-Redundanz noch
wahlweise Funktionsmodul für Funktionsmodul wählbar zu implementieren. Das wird dann mit einem Backup-Prozessor gemacht, da kann ich später noch ein Beispiel zeigen. In Summe also eine sehr hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Verfügbarkeit Ihres Systems. Und auf das sind wir sehr stolz und bringt Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen, alles aus eigener Entwicklung und eigener Produktion im Haus. Das heißt, wir sind auch schnell, um auf Kundenwünsche eingehen zu können. Das ist so ein Bild einer Bedienfront einer PC600. Sehr übersichtlich die einzelnen Gruppen von Funktionstasten und Leuchtern zeigen und das grafische Display, zu dem kommen wir noch später. Zu erwähnen sind auch da die 5 Funktionstasten, die also im Zusammenhang mit dieser Fußzeile hier also sehr wertvolle Hilfe bei der Bedienung leisten kann. Durch das intuitive Menü haben Sie einen geringen Schulungsbedarf. Es schaut sehr ordentlich und sehr übersichtlich aus. Die Ereignisanzeige ist so aufgebaut, dass Sie immer Text- und Zeitinformation haben, aber auch ein grafisches Symbol. Und das ist, wenn man jetzt nicht jeden Tag damit arbeitet, sehr hilfreich. Wenn Sie da jetzt das brennende Haus sehen, kann man eigentlich immer annehmen, es wird wohl mit einem Brandalarm zu tun haben. Und so ist also eine gute Übersicht und eine schnelle Erfassung im Ereignisfall sichergestellt. Sie haben zu allen oder fast allen Dingen einen Übersichts- und Detailmodus zur Verfügung, je nach Berechtigungsstufe immer die richtigen Informationen zur Hand. Und Sie können frei parametrierbar Zusatzinformationen sich im Ereignisfall im Display anzeigen lassen, um also anlagenspezifisch noch weitere Informationen dem dortigen Personal, dem Brandschutzbeauftragten, zur Verfügung zu stellen. Hier geht es da so ein Screenshot von einem Display, also immer Datum und Uhrzeit, die Berechtigungsstufe, ganz wichtig, was kann ich gerade tun, in welcher Berechtigungsstufe befinde ich mich, der letzte Alarm. Und das wird zuerst erwähnt, über diese 5 Funktionstasten haben Sie die Möglichkeit, vorbereitete Funktionen fertig zu haben. Zum Beispiel zu den Störungen zu blättern oder eine Gruppe oder ein Element abzuschalten oder im Prüfzustand und so weiter. Also alles sehr übersichtlich und mit Hilfe dieser 5 Funktionstasten möglich. Darüber hinaus kriegen Sie mit der PC600 auch ein Messgerät, ein multifunktionales Messgerät, zum Beispiel für die Loop. Wir haben ja schon gehört, die Loop ist einer der zentralen Baugruppen und sehr wichtig für die Gesamtfunktion unserer Brandmelderzentrale. Und so ist es also möglich, die wichtigen Kennwerte eines Loops, was also zum Beispiel die Spannung, Strom, Widerstand oder die Übertragungsqualität betrifft, des Loops, jederzeit auslesen zu können über das Display oder alternativ auch natürlich über Parsoft, die Parametriersoftware. Das erleichtert die Inbetriebnahme, spart Ihnen Zeit und erleichtert die Tätigkeit des Technikers. Und darüber hinaus, und das ist ja fast das Wichtigste, gibt es Ihnen einen frühzeitigen Indikator, ob eines der Parameter vielleicht außerhalb der erlaubten und vorgesehenen Fenster ist, was früher oder später zu Loop-Störungen führen kann. Und daher sehr wichtig ist, dass man das jederzeit gut im Blick hat. Ein kurzer Überblick über die Hardware-Funktionen für die PC600. In welchen Varianten steht Ihnen die Zentrale zur Verfügung? Das ist einerseits einmal die Kompaktzentrale oder auch im Haus als Ein-Loop-Zentrale bezeichnet. Dann das Wandgehäuse mit bis zu 8 Funktionsmodulen, das große mit bis zu 16 Funktionsmodulen, auch Zusatzgehäuse möglich. Und dann obenhin wird das abgeschlossen, die Serie in der 19-Zoll-Technik. Wir bezeichnen das als PC600E, das ist die PC600 im Schaltschrank. Entweder also ein Wandschaltschrank, serienmäßige Gehäuse, wie sie von der Stange zur Verfügung stehen, oder auch Standschränke, wo Sie also auch anreihen können und alles also übersichtlich unterbringen. Und dann also, wenn es Richtung Vollausbau geht, braucht man also sowas. Ist in aller Regel ratsam. Die Kompaktzentrale. Es ist ein Loop-Interface schon fertig drinnen integriert. Sie parametrieren und stellen fest, welches Loop-Protokoll da gefahren wird.
Und darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, einen Einbauplatz für Erweiterungen zu verwenden. Zum Beispiel Feuerwehrinterface, Grenzwertinterface, serielle Interface und so weiter. Darüber hinaus haben Sie aber vollkommen gleiche Funktionalität und Feature wie in der PC600, 816 oder E. Das heißt, die gleiche Menüstruktur, die gleiche Bedienung, natürlich die gleiche Anzeige der Ereignisse, Parametrierung mit Parsoft auf ähnliche Art und Weise, alles nach einer Struktur. Und auch die Baugruppen und Zubehör sind also ident. Dann gibt es von der Kompaktzentrale eine Ausführung ohne Display, ohne Grafikdisplay. Dort werden alle Ereignisanzeigen über Leuchtdioden realisiert und Einschubstreifen beschriftet. So haben also die neuen Statusanzeigen, die wir also pflichtig brauchen für die EN54, für die Systemzustände und darüber hinaus 64 freiparametrierbare LEDs, die entweder als Einzel- oder als Paarweise LEDs den Funktionen zugeordnet werden können und bis zu 32 Tasten stehen für die Bedienung der Anlagenteile, Gruppen, Sirenen und so weiter zur Verfügung. Und so ist es jetzt möglich, die direkte Zuordnung der Tasten und Leuchtdioden zu den Gruppensteuerungen, Alarmierungseinrichtungen zu schaffen mittels Parametrierung und die Bedienung sehr einfach zu gestalten. Das heißt, einfach ein Tastendruck schaltet die Gruppe ab, wenn so parametriert, oder bringt die Gruppe in den Prüfzustand. Das ist für kleine Anlagen sehr übersichtlich. Die Parametrierung erfolgt über Parsoft, haben wir schon gesagt. Und ganz wichtig für diese Zentrale, dass Sie so voreingestellte typische Anwendungen verfügbar haben, dass Sie also jetzt nicht jedes Element, jede Leuchtdiode wirklich selber einzeln parametrieren müssen, sondern da auf so vorgefertigte Funktionsblöcke zurückgreifen können und das dann in so einer Art Werksparametrierung sehr übersichtlich und vor allem schnell realisieren können. Und dann gibt es ein kleines Display, das ist der vierstellige Alarmzähler, der also anzeigt, der einerseits den Alarmzähler wiedergibt, so muss ich sagen, und andererseits wiedergibt, welches Element in dieser Gruppe ausgelöst hat. Und das ist so ein typisches Beispiel auch, wo unsere App, wie es der Hans-Peter Seiss ja heute zu Beginn gesagt hat, gut zur Anwendung kommen kann, weil sie darüber hinaus ja die volle Textinformation ja auch auf der App zur Verfügung haben, obwohl hier kein Grafikdisplay an der Front zu finden ist. Was sind jetzt so typische Anwendungen für diese kleineren Varianten der PC600? Da ist einerseits die PC600 1DE, das ist die ohne dem Grafikdisplay, für Kleinstanlagen, Kindergärten, Pumpstationen, unbemannte kleine Anlagen, die auch frei im Feld irgendwo untergebracht sind. Die PC601L, das ist die Variante mit dem Grafikdisplay für Pensionen, kleine Schulen, Brandwarnanlagen, Einbereichslöschanlagen und so weiter. Und dann vielleicht nur die PC608, das ist also dieses Gehäuse, das Wandgehäuse mit bis zu 8 Funktionsmodulen, typisch für Schulen, für kleine Hotels, kleine vernetzte Anlagen. Zum Beispiel ist so eine Anlage da verbaut in Ellinge Castle da in Schweden. Altes historisches Gebäude, geschützt durch Labor Strauß, und da ist so eine Kleinanlage zur Anwendung gekommen. Die größeren Wandgehäuse, PC616 nennen wir die dann, sind in Hotels, Einkaufszentren, Industrieanwendungen. Zum Beispiel in die Danubius-Hotels in Ungarn und ähnlichen Anlagen dieser Größe verwendet und verbaut. Und dann die PC600E, die Zentrale für den Schaltschrankeinbau oder die Komponenten für den Schaltschrankeinbau aus der Serie PC600E. Wie erwähnt, bis zu 20 Module können also in einer Teilzentrale verbaut werden. Und die Erweiterung erfolgt immer durch einen Funktionsmodulträger, wo jeweils immer dann 8 Funktionsmodule Platz finden und aufgesteckt werden können. Die Verkabelung dann in Kabelkanälen typischerweise und die Baugruppen hier an der Montageplatte. Dann haben wir die Möglichkeit bis zu 4 Netzteile, nochmal bis zu 32 Ampere können Sie hier nach Ihren 54 überwacht dem Feld zur Verfügung stellen.
Und an der Türe, an der Front, im Schwenkrahmen, je nachdem, wie das aufgebaut ist, bis zu 13 optionale Erweiterungsfelder, wie hier welche angeordnet sind, mit Tasten und Leuchtdioden, um also weitere Funktionen, freiparametrierbare Tasten, Funktionen zuordnen zu können, Leuchtdioden für Anzeigen aller Art zu verwenden. Und das Anzeige- und Bedienfeld, das ist hier oben mit 8 Höheneinheiten. Typische Anwendungen für die BC600E sind also Industrieanwendungen, Kraftwerke, Umspannwerke, Mehrbereichslöschanlagen, eine große Stärke der Laber Strauß und der BC600. Zum Beispiel Industriepark in Höchstzeit da als Referenz zu nennen, wo also diese Anlagen verbaut sind. Oder wenn es Anlagen sind, die viele Zusatzbaugruppen haben, Zusatznetzteile, Relaisbaugruppen, was sonst noch erforderlich ist, um ein Brandmeldesystem da komplett zu machen, zum Beispiel Design Center in Linz, das ist so ein Veranstaltungszentrum, wo also früher eine ältere Laber-Strauß-Anlage verbaut war und da jetzt dann mit einer BC600 auf den letzten Stand gebracht worden ist. Auch hier sei zu erwähnen, dass also bestehende Baugruppen in aller Regel also weiterverwendet werden können. Ein weiterer Faktor für Investitionssicherheit und dass man sich Kosten sparen kann. Das Netzwerk, ganz wichtig, wir konnten ja schon in der BC216 das Netzwerk mit bis zu 127 Teilnehmern ausbauen. Auch das ist nämlich hier an der BC600 möglich. Wir nennen das System dann BCNet 600. Bis zu 127 Teilnehmer heißt, Sie können also in jedem Teil des Gebäudes Dinge unterbringen und von dort aus Loops und andere Baugruppen versorgen, was den Vorteil bringt der reduzierten Verkabelungslängen und dadurch weniger Spannungsabfall zum Beispiel. Die Teilzentralen können je nach Landesanforderung mit oder ohne Bedienfeld ausgerüstet und ausgeführt sein, können auch abgesetzte Bedienfelder darunter sein. Das heißt, sie haben dann eine reine Anzeigefunktion, wo also keine Melder oder so angeschlossen sind. Diese verteilte Zentrale heißt im BCNet 600. In Summe können so also bis zu über 2500 Loops verwaltet, 20 pro Netzwerk. Jedes Loop kann also über 250 Eingänge und 128 Ausgänge verwalten. Also Sie sehen, sehr leistungsfähig. Und so stehen uns in Summe bis zu 20.000 Gruppen oder 500.000 Melder in einer Anlage zur Verfügung. Sehr leistungsfähig. Wird nicht jeden Tag verbaut, zeigt aber die Performance dieses Systems. Selbstverständlich können wir übergreifende Meldergruppen. Das ist immer dann wichtig, wenn man also Gruppen über mehrere Loops oder sogar mehrere Teilzentralen aufteilen muss. Trotzdem aber eine Gruppe eine logische Einheit bilden kann und bilden soll. Die Parametrierung erfolgt über Parsoft und ganz wichtig von einem Punkt. Das heißt, eine Zentrale wird definiert in dem Netzwerk und dort wird alles realisiert. Firmware-Update, alle Parameteränderungen, alles von einem Punkt aus, um sich da also große Aufwendungen im Abfahren der Anlagen zu ersparen. Zum Beispiel für Industrieanwendungen, wieder Krankenhäuser, Einkaufszentren. Ja, zum Beispiel habe ich hier als Beispiel das Einkaufszentrum Eli in Litzen in Österreich herausgesucht und hier ist also eine BC600 in Netzwerkvariante verbaut. Dann gibt es jetzt eine neue Ausführung für die BC608, nämlich die in der tiefen Ausführung, bringt den Vorteil, dass sie schon in das kleine Wandgehäuse bis zu 45 Amperestunden Batterien unterbringen können. Die steht also in diesen drei Varianten vorgefertigt zur Verfügung und kann wieder dann mit Funktionsmodulen ihrer Wahl ausgerüstet werden. Ein paar Worte noch zu dem Software, zu dem Redundanzkonzept an und für sich. Es steht ja schon eine Software-Redundanz im Grundausbau zur Verfügung, haben wir uns erzählt. Darüber hinaus können Sie Baugruppen wahlweise mit einer zusätzlichen Hardware-Redundanz ausrüsten, indem Sie wirklich einen zweiten Redundanzprozessor auf diesem Funktionsmodul drauf haben und so also eine
echte zusätzliche Hardware-Redundanz zur Verfügung haben. Stehen da ganze Reihe, hier ein Beispiel, einen Auszug aus dieser Liste gebracht, die wichtigsten Beispiele, die als redundante Baugruppen zur Verfügung stehen. Ist jetzt der D-Anzeige redundant, auszuführen auch kein Problem für die PC600, einfach eine zweite Anzeige- und Bedienfeldbaugruppe einbauen und dann steht also auch die Anzeige in redundanter Ausführung zur Verfügung. Die redundante Spannungsversorgung wird über mehrere Netzteile gewährleistet. Eher zum Schluss schon meiner Ausführungen ein paar Beispiele, was jetzt da die Flexibilität und die Möglichkeit der PC600 kurz anreißen kann. Zum Beispiel Sektoren. Immer dann, wenn Sie also wiederkehrende Funktionen an Gruppen, Alarmierungseinrichtungen, Steuerungen und so durchführen wollen, können Sie das über einen Sektor machen. Sie bilden also eine Gruppe, das können also Melder und Steuerungen auch gemischt sein in so einem Sektor, in so einer Gruppe, die Sektormitglieder nennen wir das, und über weitere Elemente, Eingänge, Gruppen, Schaltuhren oder andere Ereignisse steuern Sie dann diesen Sektor an und haben dann die Möglichkeit, so sehr einfach wiederkehrende Funktionen wie Abschaltungen, die zum Beispiel täglich oder bei gewissen Handlungen erforderlich sind, im Reinigungsbetrieb und ähnliche Sachen, oder eine Eigenschaftsumschaltung, dass Sie also Tag-Nacht-Modus von den Meldern schalten oder die Intervention zu gewissen Zeiten aktivieren oder deaktivieren. Zum Beispiel kann man das jetzt in Industrieanwendungen, in Diskotheken, überall dort, wo es also vorgefertigte Betriebsmuster gibt, sind also Sektoren sehr, sehr hilfreich und zeigen so ein bisschen auch die Flexibilität des Systems, was es die Parametrierung betrifft. Oder die Alarmverifikation, die ist also erforderlich in sensiblen Anwendungen, zum Beispiel Theater, Fertigungsprozesse, Fußballstadien und ähnliche Anwendungen. Natürlich alles nach EN54, da ist zu erwähnen die Alarmzwischenspeicherung, wo so ist, dass der erste Alarm, wenn eingestellt, automatisch rückgestellt wird. Es gibt keinen Brandmeldezustand, keine Anzeige an der Zentrale. Natürlich alles verspeichert im Ereignisspeicher. Und ein weiterer Alarm desselben Melders würde also dann zum Brandmeldezustand führen. Oder die Zwei-Melder-Abhängigkeit, wo die Auslösung des ersten Melders zu einem Voralarm führt. Auch dieser Voralarm kann natürlich dann schon verarbeitet werden, Vorwarnungen ausgeben, Informationen an die Betriebsmannschaft. Und erst der zweite Melder, der zweite Alarm, bringt dann den Alarm, den Brandmeldezustand, den Alarmzustand und so dann die Information, zum Beispiel an die Feuerwehr. Oder ausgangsseitig, indem Sie Verknüpfungen von Meldern oder Meldergruppen machen können, dass Sie also sagen, erst beim zweiten Alarm werden gewisse Ausgänge aktiviert. Oder beim dritten Alarm, auch das ist möglich. Das Ganze wird realisiert über die Parsoft. Ja, hier ein kleiner Screenshot und zeigt die Flexibilität in der Parametrierung des Systems. Sie sehen also, PC600, modular, flexibel und zukunftsweisend.